laber die ganze Zeit eine Scheißgülle. Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn es heißt Unpacking Tauschaktion. Ja, jetzt weiß ich leider nicht, von wem das Paket ist. Also ihr Name und sowas stand da drauf, aber ich mutmaße mal. Also der Name steht aber nicht auf irgendwas Reservierten. Ein paar, da habe ich nur den Nickname oder Kanalnamen aufgeschrieben. Aber ich denke mal, dass ich bestimmt gleich innerhalb des Paketes schlau draus werde. So sieht das Ganze von oben aus. Und dann schauen wir mal. Hier sind ein paar Servietten. Ich weiß gar nicht, was ich noch mit den ganzen Servietten machen soll. Jetzt im Pocket Letter war, ne? Aber es gibt ja schöne Motive. Hat jemand von euch auch Servietten? Obwohl, ich habe es ja selber schon gemacht. Servietten auf Pocket Letter. Ganz am Anfang, als ich noch nicht so viel Motivpapier hatte. Ja, ich glaube, die habe ich schon von irgendjemand bekommen hier, diese. Och, süß. Sehr schön. Als nächstes, oh, das ist ja noch so liebevoll hier so eingepackt. Ich weiß immer noch nicht, von wem es ist. Also, Vorname stand drauf und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den Namen sagen darf oder so, aber das sehen wir dann gleich. Pocketblätter, also vielleicht auch eine Person, die mit mir... Ah, dann weiß ich es vielleicht. Ich mutmaße jetzt mal Sweet Orange Time. Pocket Letter gucken wir uns dann im Update Juli an. Ja, genau. Obwohl, ich muss die Post jetzt eben mal lesen. Also, ich habe mir den Brief gerade durchgelesen. Es ist nicht Sweet Orange Time, es ist Rambolina G. Ich weiß gar nicht, du hast ganz wenig. Ein Buch, zwei Bücher? Aus dem Kopf weiß ich es jetzt nicht. Und sie hat mir einfach so ein Pocket Letter geschickt. Ich habe ja bald in diesem Monat, also nicht jetzt, letzten Sonntag, also nächsten Sonntag müsste, ich habe wieder einen Kalender nicht hier liegen, müsste das Pocket Letter Update kommen. Wenn dir da was gefällt, Rambolina, so nenne ich dich jetzt einfach mal, weil ich nicht weiß, ob dir recht ist, dass ich deinen richtigen Namen sage. Wenn dir ein Letter gefällt und der noch nicht reserviert ist, dann sag mir einfach Bescheid, dann schicke ich dir den im Gegensatz zu. Oder dann warte ich vielleicht auch noch so lange, bis ich dein Päckchen abschicke, weil ich bin jetzt gerade fast fertig, alle Päckchen fertig. Es fehlt noch Suse. Das muss ich noch fertig verpacken, aber dann gerate ich nicht so, oh, dann kann ich endlich mal ausatmen. Das ist ja echt anstrengend langsam. Aber es macht ja auch jede Menge Spaß. Und ja, also wollen wir es so machen, Rambolina? Also du wartest auf mein nächstes Pocket Letter Video am Sonntag. Das ist halt alles schon abgedreht und so. Und deshalb kann ich deinen jetzigen Pocket Letter nicht mit reinnehmen. Nehme ich aber dann ins nächste Video. Für Juli. So. Oh, jede Menge Stoffreste. Cool. Ja, hier ist einmal so ein bisschen so samtig. Das ist ja auch geil. Das hätte ich auch schön fürs Hochzeitsvideo nehmen können. Das ist so ein bisschen schalmäßig. Ich werde übrigens auch von den Stoffresten teilweise, werde ich auch was an die Kinderkrippe von meinem Neffen, also von der Bastelprinzessin, der Bruder geht noch in die Kinderkrippe. Und da werde ich auch ein bisschen noch stiften. Und die sammeln wirklich so kleine Reste, um da halt Bastelarbeiten mit den Kindern zu machen. Und ich habe jetzt so viel Stoffreste. Also ich würde halt dann immer ein bisschen was abschneiden, ne? Das sind ja echt riesige Stoffreste. Ist ja Wahnsinn. Bekommst du überhaupt ein Paket?
Ich muss jetzt mal eben was gucken. Ich laber die ganze Zeit eine Scheißgülle, weil jetzt ist mir ja gerade was eingefallen. Rambolina macht gar nicht mit bei der Tauschaktion. Sie bastelt selber viel. Ich wollte jetzt nicht so viel aus ihrem Brief verraten, deshalb. Und Rambolina hat von sich aus mich angeschrieben, das müsst ihr euch jetzt mal echt reinziehen, angeschrieben, sie hätte noch so viele Stoffreste und hat dann auch geschrieben, richtige Stoffreste. Das fand ich so witzig, weil meine Schwester ja immer diese klitzekleinen Schnippel mir gibt. Und ob sie mir die schicken kann. Und das ist jetzt alles so einfach mal so, ohne Gegenleistung. Also sie hat mir das jetzt alles so geschickt. Ich bin total gerade baff, ey. Ja, ey, tausend Dank. Ist natürlich dann jetzt kein Unpacking-Video, auch wenn ich das am Anfang gesagt habe. Klar, ist ein Unpacking-Video, aber nicht zur Tauschaktion, sondern Ü-Post. Oh Leute, ey, Hilfe. Ja, und Rambolina, die bastelt auch Pocket Letter jetzt seit neuestem. Ich habe sie wohl ein bisschen mit angesteckt. Oh, schön. Oh, schön. Das finde ich ja schön hier mit diesen Family Friends. Ja, das kann man alles super geil nehmen zum Pocket Letter basteln. Toll. Oh, ich brauche echt unbedingt jetzt mal irgendwas. Oh, hier schon mit der Motivschere ausgeschnitten, wo ich diese so Papiere mit reinmachen kann. Oh, ganz, ganz toll. Also sowas überwältigt mich natürlich sehr. Also für mich absolut nicht selbstverständlich, dass hier einfach mal so eine Überraschung kommt. Und oh, ja, und ich denke dann immer gleich, ist es halt... Bist du des Wahnsinns? Oh Leute, guckt euch das mal an. Dankeschön. Oh, das wäre echt... Oh, und so eine schöne Box dazu auch noch. Also hier sind so... Oh, dankeschön. Einmal so Steine wie so Perlen. Und hier, die finde ich auch toll. Da habe ich schon ein paar, aber die finde ich echt schön. Papierrosen. Und hier diese Blumen zum Aufkleben. Auch wunderschön. Oh, ganz, ganz lieben Dank. So viel zum Thema. Ich schicke dir ein paar Stoffreste. Oh, toll. Und dann hat sie mir hier noch mehr. Oh. Noch mehr Stoffreste. Oh, das ist ja ein toller Stoff hier. Oh, der fühlt sich ja irre gut an. Toll. Es ist ein bisschen Richtung Zebra, oder Rambolina? Es würde, glaube ich, zum Kleid passen. Das lege ich mir mal an die Seite. Wie gesagt, für die Halbschwester von Carlos suchte ich ja noch Zebra-Sachen. Und da würde ich, glaube ich, hier das Muster, das kann man, glaube ich, ganz gut nehmen. Muss man auch wieder ein bisschen mit der Schneiderei tricksen. Aber das, also was man ausschneidet, aber das finde ich schon mal für die Brosche gut. Auf jeden Fall. Ich fasse ich ja nicht. Also das passiert so selten, also dass man so aus heiterem Himmel so überrascht wird. Ey, ich bin jetzt echt ein bisschen baff. Oh, das ist aber auch ein geiler Stoff hier. Toll. Super schön. Oh, hier noch ein schöner. Ja, ich muss mal gucken, dass ich von der Pocket Letter Sucht langsam wegkomme, dass ich mal wieder andere Sachen mache. Toll. Ganz, ganz toll. Also da bin ich dir wahnsinnig dankbar, ehrlich. Das ist ja sowas von lieb. Ja, es hat sowas von Oma-Tischdecke, ne? Nee, ist nicht böse gemeint. Manchmal hat man ja auch so Sachen, wo man halt auch sowas braucht. Oh, es rattert schon wieder in meinem Kopf. Könnt ihr das eigentlich auch immer hören im Video, wie es rattert?
Ist immer, wenn ich besonders still bin, dann bin ich entweder hier am Heulen. Oder es rattert ja auch geil, ne? Ja, es rattert. Toll. Unglaublich. Echt. Also es wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Und ich finde das so, so mega lieb. Oh, auch schön. Ist so ein bisschen durchsichtig sogar. Toll. Ganz, ganz toll. Oh, es tut mir jetzt so leid, dass ich dich jetzt total verwechselt habe und das gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Oh, super schön. Sehr schön. Ach, hier ist noch was drin. Hier ist noch was. Auch wie liebevoll du das so eingepackt hast und so. Mensch, ey. Woher weißt du, dass ich sowas brauche? Das habe ich noch nie erwähnt. Oder? Das kann ich nicht erwähnt haben, oder? Also wenn, dann weiß ich es nicht mehr. Wie geil ist das denn? Oh, Leute. Ich weiß, manchmal sind so die kleinen Dinge, wo man so voll ausrastet. Ich jedenfalls. Einmal auf dem Flohmarkt habe ich dann auch gesagt, bei so einer Playmobil-Pfanne. Oh, eine Pfanne mit Spiegelei. Die haben sich kaputt gedacht. Ey, nein, jetzt mal ohne Scheiß. Rambolina, ich habe jetzt, wo ich die Pocketblätter fertig mache, ich habe nämlich das Video schon vorher abgedreht und jetzt mache ich die ja fertig. Und immer, wenn ich was reinstecken will hinten, dann dachte ich die ganze Zeit, oh, ich blöde Kuh, habe von sämtlichen Bastelsachen immer diese kleinen Tüten weggeschmissen, ne? Geil! Super geil! Echt mega geil! Und einmal war ich auf dem Flohmarkt, da hatte ich aber auch noch nicht die Pocketblätter, da hatte ich noch meine Steampunk-Phase, also letzten Monat. Und da wollte mir einer so kleine Tüten schenken und da habe ich gesagt, nee, sowas brauche ich nicht, fliegt dann nur so rum. Und jetzt kann ich es echt gut gebrauchen. Super! Ja, also ich bin gerade total sprachlos. Ganz, 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 ganz dolles Dankeschön an dich. Also es ist ja echt super lieb, ehrlich. Dein Pocketblätter, den gucke ich mir gleich nochmal richtig in Ruhe an. Und wie gesagt, bitte, bitte such dir dann einen von der Kollektion am Sonntag aus. 18 Uhr kommt das Video. Und ja, tausend, tausend Dank. Ehrlich, super. Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Morgen gibt es das letzte Action-Haul-Video für meine kleine Bastelprinzessin. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt kreativ, bis bald, eure Bastelratte Ivy und ein Küsschen an Rambolina. Ciao!